Ja, vielen Dank für den warmen und herzlichen Applaus. Meine Damen und Herren, heute Morgen habe ich im Radio einen Aufruf gehört: Schont die Bäume, esst mehr Biber. Da habe ich mir gedacht, das ist gut, das nehme ich heute Nachmittag mit, aber ich sage das noch weiter: Wir schonen nicht nur den Baum, sondern den ganzen Wald, denn wir essen heute Fisch. Die sind nämlich heute hergekommen, um mit uns hier Fisch zu essen, das heißt die meisten auf jeden Fall. Und zwar ganz jungen Fisch, nämlich den Matjes. Ja, und wir wollen, weil es so schön dazu passt, so ein bisschen seemännisch sie begleiten. Zumindest versuchen wir es und hoffen, sie haben ein bisschen Spaß, bevor sie nachher in der Pause... Ja, als nächstes nehmen wir sie wieder mit dahin, wo es nicht so düster ist, sondern wo... Naja, wo das Wetter schöner ist, wo es ein bisschen wärmer ist, nicht so frisch wie hier heute. Wir nehmen Sie mit unserem Traumschiff, mit dem waren wir heute, glaube ich, noch gar nicht unterwegs. Ne? Denn fahren wir jetzt mit Ihnen nach Hawaii mit unserem Traumschiff. Thank you.
Fahne nicht. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe mir extra dieses Lied gewünscht, weil da Hajo drinne vorkommt. Ich hoffe, es sind alle wieder da. Es sind alle satt geworden. Es hat geschmeckt. Uns hat es ausgezeichnet gemundet. Einen recht herzlichen Dank an die Küche an dieser Stelle. Ja, und normalerweise legen wir uns jetzt immer erst eine Stunde hin, weil mit vollem Magen und so, ne? Aber wir haben ja keine Zeit. Wir wollen ja alle noch. Ja, und so hat Gerd gesagt, ja gut, dann fange ich auch gleich an. Denn erzähle ich euch mal, dass Matrosen auch eine Heimat haben. Ne? Und das macht jetzt unser Gerd. Auch Matrosen haben eine Heimat. Bitteschön. Wir fuhren den ältesten Eimer von Hamburg nach Hawaii. Und Leben versichert war keiner von Hamburg bis nach Hawaii. Verschimmelt waren die Spinde und keine Schraube war neu. Und unter Anker der Winde, da pfiffen die Ratten, ahoi! Auf Matrosen haben eine Heimat und diese Heimat. Wir fuhren im Sturm durch die Südsee, die Nacht war schwärzer als Teer. Es war zwischen Suez und Bombay, der Teufel war hinter uns her. Die See zerpeitschte die Brücke, die Gischt fiel dicht wie der Schnee. Der Mast war splitternd in Stücke, der Teufel war um uns. Die wahre Heimat der Matrosen.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Gerd. So schlimm fand ich das ja gar nicht. Ne? Der kennt ganz andere Geschichten. Der tut immer nur so. Ne? Ja, ja. Ja, gut. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung. Ja. Unser Slava hat es sich nicht nehmen lassen und hat gesagt, wenn ich schon so einen tollen Chor habe, dann will ich mit euch auch ein tolles Lied einstudieren. Und das hat er gemacht. Und er hat eins einstudiert. Und ich glaube, das kennen Sie alle. Hören Sie mal schön zu, singen Sie vielleicht auch mal so leise mit. Das ist ein sehr altes Lied, ein sehr schönes Lied. Es kommt aus Italien. Wir sind ja international. Wir haben nämlich für Sie die Capri-Fischer aufgelegt. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Slava, für das Einstudieren. Vielen Dank, liebes Publikum, für den warmen Applaus. Ja,
Wir verabschieden uns von Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause. Genießen Sie noch das schöne Wochenende, was Sie vor sich haben. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr hier wieder. Es verabschiedet sich von Ihnen der Shantychor aus Bremen-Mahndorf. Tschüss, machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Das verliebt.